Zum wiederholten Mal musste die Feuerwehr in der Hinterbebauung der Frankfurter Straße Friedrich-Wilhelm-Straße einen Brand löschen. Vor einigen Wochen brannte im selben Haus ein Anbaulichterloh. In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 0.11 Uhr brannte es im gleichen Haus in einem Keller. Die Feuerwehr rückte mit rund 35 Einsatzkräften zur Einsatzstelle aus. Ein Bewohner des Hauses konnte dieses selbstständig verlassen, sodass keine Personen gefährdet waren. Die Feuerwehr unter Leitung des Einsatzleiters Jochen Göbel von den hauptamtlichen Kräften in Siegen ging mit einem Trupp unter Artenschutz und einem Zehrer vor, um den Brand zu löschen. Der Kellerraum ist baulich komplett getrennt vom eigentlichen Wohnhaus. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.